Seit der gemeinsamen Entstehung mit unserem Heimatplaneten vor einigen Jahrmilliarden Jahren unser Begleiter durch Raum und Zeit, unser Mond. Er leuchtete den Dinosauriern ebenso wie den Menschen der Steinzeit und denen unserer Tage, die ihn sogar betreten haben. Seine scheinbare Größe und große Helligkeit, dazu die Einflüsse, die er neben der Sonne zum Beispiel auf Ebbe und Flut ausübt, machten ihn für Menschen aller Zeiten zu einem wichtigen Gestirn. Nicht zu vergessen die Kalenderfunktion für viele alte Kulturen. Eine ganz besondere Faszination übten auf Beobachter aller Kulturen Sonnen- und Mondfinsternisse aus. Während sogenannte primitive Kulturen mangels Kenntnis der Ursachen bei der Verfinsterung von Sonne oder Mond oft das Wirken von Dämonen sahen, erkannten die Babylonier zum Beispiel aufgrund ihrer Jahrtausende alte Beobachtungstradition, dass sich Sonne und Mond gegenseitig verfinstern können. Durch diese so lange gesammelten Beobachtungsdaten wusste man in Babylon bereits, dass sich durch eine Verschiebung der Bahnebene des Mondes die Abfolge der Sonnen- und Mondfinsternisse, der Saros-Zyklus, gut alle 18 Jahre wiederholt, was Vorhersagen von Finsternissen bereits im Altertum möglich machte. Spektakulärer noch als Mondfinsternisse wirken totale Sonnenfinsternisse, die durch Abdunklung der Sonne durch den scheinbar gleich großen Mond entstehen. Vorausgesetzt, man befindet sich im sehr kleinen Gebiet des Kernschattens des Mondes, den dieser auf die Erde wirft. Somit ist also längst nicht jede angekündigte Sonnenfinsternis auch bei uns zu sehen. Aufgrund der bekannten Bahndaten ist die Berechnung von Finsternissen sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft möglich. Auf den Karten ist der Verlauf des Kernschattens zu sehen, der mit rund 35 Kilometern in der Minute über die Erde eilt, weil sich der Erzeuger des Schattens, der Mond, ja weiter bewegt. Totale Sonnenfinsternisse waren für die Sonnenphysiker bis etwa 1930, als der Koronograph erfunden wurde, die einzige Möglichkeit, die glühende, dünne Atmosphäre der Sonne, die Corona, zu Gesicht zu bekommen. Ohne Verfinsterung durch den Mond ist das zarte Gebilde nämlich in voller Schönheit nicht zu sehen, weil es von der gleißenden Sonne selbst überstrahlt wird. Gasausbrüche, Teilchenströme, ein wahrer Hexenkessel zeigt sich auf den Bildern der Corona, die bei einer totalen Sonnenfinsternis aufgenommen wurden. Die gewonnenen Einsichten in die Physik der Sonnenatmosphäre erklären, warum sich noch heute Heerscharen von Fach- und Amateurastronomen auf die Reise begeben, um die nur maximal 8 Minuten dauernde Phase der völligen Verdunklung zu beobachten. Von dem beeindruckenden Naturereignis als solches gar nicht zu reden. Hier hatte ein Amateur auf einer Reihenaufnahme den gesamten Verlauf einer Sonnenfinsternis festgehalten. Etwa in der Mitte ist die Phase der totalen Verfinsterung zu sehen mit der leuchtenden Corona. Die letzte von Süddeutschland aus sichtbare totale Sonnenfinsternis fand am 11. August 1999 statt. Lassen wir mal eine totale Sonnenfinsternis ablaufen. Hier die Sonnenfinsternis vom 29. März 2006 aufgenommen in der Türkei, da sie von Deutschland aus nur als partielle Finsternis zu sehen war.
Nicht alle Sonnenfinsternisse sind total. Sei es, dass der Kernschatten an der Erde vorbeigeht, sei es, dass sich ein Beobachter auf der Erde außerhalb des Kernschattens befindet und eine teilweise eine partielle Sonnenfinsternis sieht. Selbst die unterschiedliche Entfernung des Mondes von der Erde ist von Bedeutung. Befindet sich der Mond bei einer Sonnenfinsternis gerade im erdfernsten Punkt seiner Bahn, schafft er die völlige Bedeckung der Sonne nicht mehr. Es entsteht eine ringförmige Sonnenfinsternis, bei der um den Mond herum immer noch ein ringförmiges Stück Sonne zu sehen ist, freilich ohne Corona. Der Lauf des Mondes um die Erde ist die Ursache auch der Mondverfinsterungen. Da sich die Erde ebenfalls in den ca. 29 Tagen eines Umlaufes ihrerseits weiter um die Sonne bewegt, ist bei korrekter Betrachtung die Mondbahn um die Erde so etwas wie ein Eiertanz um unseren Planeten. Nicht mit den Finsternissen zu verwechseln, obwohl sie auch ihre Ursache in der Bahnbewegung haben, sind die Lichtgestalten die Phasen des Mondes, hervorgerufen durch die Anstrahlung von unserer Sonne. Steht der Mond zum Beispiel etwa in Richtung Sonne, wird er von uns aus von hinten beleuchtet. Der Mond ist als Neumond unbeobachtbar am Taghimmel. Anders bei Vollmond. Hier schauen wir auf den Mond, während wir die Sonne im Rücken haben. Dazwischen liegen zunehmender und abnehmender Mond. Auf dieser Grafik zeigt der innere Kreis die wahren Beleuchtungsverhältnisse. Die Bilder darum zeigen den Anblick von der Erde aus. Der Vergleich zwischen Sonnenfinsternis links und Mondfinsternis zeigt auch, dass Sonnenfinsternisse grundsätzlich nur bei Neumond stattfinden können, also wenn der Mond von uns aus in Richtung Sonne zu sehen ist. Mondfinsternisse dagegen nur bei Vollmond, wenn der Mond auf der entgegengesetzten Seite der Sonne steht. Dass es nicht bei jedem Neu- oder Vollmond eine Sonnen- oder Mondfinsternis gibt, liegt daran, dass die Umlaufebene des Mondes um die Erde nicht in der Umlaufebene der Erde um die Sonne liegt. Somit sind Finsternisse nur möglich, wenn Neumond oder Vollmond auf oder unmittelbar an der Schnittlinie dieser Ebenen stattfinden. Dann finden die Schattenspiele statt. Die Mondbahnebene selbst dreht sich in gut 18 Jahren eben der von den Babyloniern bereits entdeckte Saros-Zyklus. Obwohl Mondfinsternisse etwas seltener sind als Sonnenfinsternisse, bekommen wir sie häufiger zu sehen. Da die Erde ca. 4-mal größer ist als der Mond, ist auch der Schatten entsprechend größer und damit die Aufenthaltsdauer des Mondes im Kernschatten der Erde entsprechend länger, nämlich bis zu 1,75 Stunden. Überall auf der Erde, wenn der Vollmond über dem Horizont steht, ist die Finsternis ganz oder zumindest teilweise zu verfolgen. Auch beim Mond gibt es partielle und totale Mondfinsternisse. Bei einer totalen Mondfinsternis allerdings der Mond nicht völlig dunkel. Er leuchtet in einem schwachen, rötlichen Ton, hervorgerufen durch Sonnenlicht, das an der Erde vorbei in die Lufthülle dringt und in den Luftschichten, in den Kernschatten, hineingebrochen wird. Die stärkere Streuung des blauen Anteils des gebrochenen Sonnenlichtes sorgt dafür, dass vor allem der rötliche Anteil den Mond beleuchtet. Lassen wir einmal eine totale Mondfinsternis Revue passieren. Die Mondfinsternis am 3. März 2007 war wunderschön zu sehen. Thank you.
Diese Reihenaufnahme macht besonders deutlich, wie groß der Kernschatten ist, den der Mond bei einer totalen Mondfinsternis zu durchqueren hat. Übrigens findet bei einer Mondfinsternis aus irdischer Sicht auf dem Mond eine Sonnenfinsternis statt, bei der die Erde es ist, die die Sonne verdunkelt. Die Astronautik unserer Tage machte auch solche Anblicke möglich. Von Apollo 12 aus gesehen diese Verfinsterung der Sonne durch die Erde fotografiert. Wie ein leuchtender Ring zeigt sich die dünne Lufthülle unserer Erde, während der erste Sonnenstrahl hervorbricht. Finsternisse sind nicht auf das System Erde-Mond beschränkt. Vielmehr sind sie überall dort möglich, wo mehrere Himmelskörper im Spiele sind. In unserem Sonnensystem sind dies Planeten mit Monden. Beim Mars braucht man allerdings nicht lange zu suchen. Seine beiden Mondchen von rund 20 Kilometern Durchmesser sind für Schattenspiele der kosmischen Art wegen ihrer geringen Größe ungeeignet. Besser sieht es bei Jupiter aus, dessen vier helle Monde, übrigens alle im Feldstecher erkennbar, teilweise größer sind als der Erdmond. Detaillierte Fotos vom Planeten Jupiter und seinen hellen Monden brachte die Raumsonde Voyager mit, hier auf einer Fotomontage vereint. Bei den vielen Fotos waren auch solche dabei, die Schatten der Monde auf die Jupiteratmosphäre zeigen. Solche Finsternisse auf dem Jupiter lassen sich mit entsprechenden Instrumenten auch von der Erde aus verfolgen. Hier fällt der Schatten des Mondes Ganymed auf dem Planeten. Mit den modernen Weltraumteleskopen wie dem Hubble Space Telescope gelingen immer wieder faszinierende Aufnahmen von Finsternissen auf dem Jupiter. Hier Aufnahmen, die sogar gleich drei Sonnenfinsternisse auf dem Jupiter zeigen, mit den sie verursachenden Monden Io, Callisto und Europa. Bei Saturn ist das nicht anders, nur dass sich hier der mit Amateurfernrohren bereits gut sichtbare Ring an den Schattenspielen beteiligt. Die Monde Tethys und Dione stehen hier unter Saturn, der Ringschatten wirkt wie eine Bauchbinde und rechts oben ein Mondschatten. Auf diesem Bild des Saturn, aufgenommen vom Weltraumteleskop Hubble, sehen wir den Mond oben auf der Planetenscheibe und rechts oberhalb seinen Schatten. Bei dem ebenfalls erleuchteten Planeten Uranus, hier im Bild von seinem Mond Miranda aus, sind Finsternisse ebenfalls möglich. Ein Foto war bisher noch nicht drin, ebenso bei Neptun. Bei der Verfolgung von Finsternisereignissen müssen wir nicht am Ende unseres Planetensystems Halt machen. Bis zu den Sternen können wir gehen. Geht man vom Sternbild Cassiopeia, dem Himmelsweh, auf diese Aufnahme nach links, trifft man auf das Sternbild Perseus, geformt wie der Buchstabe K, hier leicht liegend. Der helle Stern im unteren Strich des K ist ein veränderlicher, der den Namen Algol trägt. Weil er der zweithellste Stern des Sternbildes ist, erhielt er den zweiten Buchstaben des griechischen Alphabets, Beta. Als Beta Persei ist der Namensgeber einer ganzen Gruppe dieser Veränderlichen geworden. Bedeckungsveränderliche heißen diese Sterne, deren Lichtwechsel nicht vom Stern selbst herrührt, sondern von gegenseitigen Bedeckungen zweier umkreisender Sterne. Es handelt sich also um ein Doppelsternsystem, bei dem ein heißer, heller Stern von ca. 15.000 Grad Oberflächentemperatur von einem dunkleren Begleiter von ca. 7.000 Grad Oberflächentemperatur umkreist wird. Wird der Hauptstern vom Begleiter bedeckt, führt dies, wie in der Lichtkurve darunter sichtbar, zu einem kurzzeitigen starken Helligkeitsabfall. Wird dagegen der dunkle Begleiter bedeckt, führt dies nur zu einem sehr geringen Helligkeitsabfall, einem Nebenminimum. So wechseln sich Haupt- und Nebenminimum auf dieser Kurve ab.
In der Animation können wir uns mal den Helligkeitsverlauf während der gegenseitigen Bedeckung der beiden Sterne ansehen. Bei allen Typen von Bedeckungsveränderlichen ist die Bedeckung natürlich nur dann sichtbar, wenn die Umlaufebene des Begleiters ziemlich genau zur Erde zeigt. Bei den beiden oberen Beispielen lässt sich aus der abgehackten Form der Kurve ablesen, dass hier die Bedeckung vollständig ist, was bei Algol nicht der Fall ist. Aus dem Rahmen fällt der dritte von unten mit einer sehr viel ausgeglichenen Kurve. Es ist Beta Lyrae, der zweithellste Stern in der Leier, einem Sommersternbild. Beide Komponenten stehen so eng beieinander, dass sie nahezu eiförmig verzerrt sind und sich stark untereinander beeinflussen. Unterhalb des hellen Sternes Vega bilden vier Sterne in Form eines Parallelogramms die Leier. Der Stern rechts unten in diesem Viereck ist der Bedeckungsveränderliche. Die Analyse von Sternenlicht und Lichtkurve sowie Berechnungen ermöglichen es dem Künstler, den wahrscheinlichen Anblick dieses interessanten Sternensystems von einem gedachten Planeten aus zu malen. Umgeben von Spiralen glühenden Wasserstoffs umkreisen sich beide Sterne in weniger als 13 Tagen. So erlauben uns Finsternisse neben der Ästhetik eines Naturwunders nicht nur die Sammlung von Erkenntnissen in unserem Sonnensystem, sondern auch in den Weiten unseres Kosmos. Thank you.